Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play X-Drive. Mittlerweile kurz vor 21 Uhr. Wir machen weiter mit der tollen, tollen Höhle. Ja, falls jemand Wetten abgeschlossen hat, ich habe dann nach diesen zwei Folgen die Flagge innerlich gehisst. Und ja, die Fledermaus darf natürlich auch nicht vergessen. Den hatten wir bisher noch nicht, muss ich sagen. Der hatte mich bisher noch nicht erwischt. Und der Chuck, ja, der wollte mal schauen, wie die Radieschen so von unten aussehen, sofern es da welche gibt. Ja, es war einfach gestern, beziehungsweise heute Morgen, zu viel, ne? War einfach zu viel. War ja seit 16 Uhr wach und so weiter, bla bla, habt ihr ja gehört. Aber, es hat sich dann doch noch tatsächlich was Interessantes ergeben. Und zwar bin ich dann zwischendurch mal 16 Uhr kurz wach gewesen, hab was gegessen und meine Mutter war ja da schon seit einigen Minuten. Wieso trifft mich die jetzt immer zu Hause? Und die hat dann doch tatsächlich gesagt, ich habe dich eben gerade gerecht. Ich habe gesehen, ich habe mir die Sprachnachricht angehört und als ich gerade nach Hause kam, waren gerade die Ukrainer, Rumäner, was auch immer, hinter mir. Und ne, sie haben sich schon so augentechnisch getroffen und die anderen beiden hätten wohl auch gegrüßt und so quasi so signalisiert nach dem Motto, ja, ja, wir wollen da jetzt auch rein. Und ja, dann hat sie denen doch tatsächlich eiskalt die Tür vors Gesicht geknallt, zugemacht, ja. Wenn das mal nicht ein klassischer Gizit ist, das Schrägstrich-Anime-Move war, dann weiß ich auch nicht, ey. Also meine Staffel, mein Leben, ne, meine neue Staffel scheint wieder im vollen Gange zu sein. Also ich meine, klar, es ist ja Mai, ne, es ist ja Mai. Wenn ihr die vorherigen Hacks gesehen habt, dann wisst ihr ja, was da sonst schon so in diesem Jahr passiert ist. Der Strike, die Gronkh-Geschichte, mein Bein, also ja, das... Also kauft's euch, Leute, kauft euch jetzt die Staffel. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, welche Staffel das ist. Also man muss bedenken, ich glaube, die ersten Sachen sind mir mit 3, 4 Jahren passiert. Ich bin 28 minus 3, 4. Also das müsste dann jetzt die 24., 25. Staffel sein oder so. Kauft sie euch jetzt auf Amazon, ja. Ravons Live, Staffel 25 oder so. 15 Euro oder so, ja. Würde ich machen. Es sollte jetzt schon beste. Wobei, nein, shit. Was laber ich für eine Scheiße? Du kannst Staffeln ja nicht kaufen, während sie aufgenommen werden, ne? Ah, okay. Ja, dann kauft euch doch lieber die Staffel 24. Also quasi, das ist das Jahr 2022. Da hatten wir komische kann. Ja, nee, das kann. Nee, ich kann nicht spoilern. Ich kann nicht spoilern. Also was ich spoilern kann, ist, das ist kein großer Spoiler. Ich hatte in Anführungsstrichen Corona, okay. Ja, aber ne, das ist ja, muss man ja bedenken, das ist ja, wie gesagt, dann Staffel 23 oder so. Ne, ihr solltet im besten Fall natürlich die Staffel davor gesehen haben, weil ansonsten versteht ihr natürlich den Kontext einfach nicht, ne? Wieso ich da Leute beleidige und so weiter, ja, aber so fühlt sich das eigentlich. Ihr denkt gerade, ah ja, na, ein bisschen humoristisch hier. Ja, natürlich versuche ich das humoristisch zu verarbeiten, aber da steckt halt auch natürlich, oh, ja, den habe ich jetzt vergessen, obwohl ich ja gesagt habe, dass ich daran denken möchte. Natürlich steckt da auch leider eine traurige Wahrheit einfach dahinter, ne? Von daher, aber ja, so viel dazu und, boah, gut, ne? Seht ihr, wie das, ja, keine Ahnung, du. Manchmal sind sie der Meinung, sie müssten sich drehen. Auf jeden Fall, man hört es natürlich wieder direkt raus, ne? Das war ja auch heute Morgen so dumm. Das Problem ist halt aktuell, dass ich habe schon sehr, sehr viel aufgenommen, ne? Ich will ja auf meine 100 Folgen kommen, hatte so, bevor ich angefangen habe, 75 und ich bin aber bearbeitungstechnisch und so weiter, hänge ich so ein bisschen hinterher. Und, natürlich auch dann kontrolltechnisch. Und das Ding ist, ja, aufnehmen klappt immer super, nur das Bearbeiten, Verarbeiten immer nicht so. Und ich habe dann so überlegt, ja, was spiele ich denn jetzt, ja? Weil, bei den anderen Geschichten, ich weiß ja nicht hundertprozentig, was da passiert. Ja, dann, ich mag das dann immer erst komplett verarbeitet haben, damit ich wieder weiß, wo ich bin. Ich meine, ich könnte auch theoretisch einfach in die letzte Folge schauen, aber, ja, ist einfach so ein bisschen Planung wäre vielleicht ganz nett. Und ich dachte mir dann halt, so gut spielen wir halt Mario, weil da kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen, aber... Ja, dann ist das natürlich einfach so ein Hack hier, wo man dann auch dementsprechend einfach die Mentalität braucht. So, jetzt haben wir das mal wieder in die Röhre geschafft. Das zweite, dritte Mal oder so. Also mehrfach waren wir schon kurz davor, aber ja, wir wissen ja, was passiert ist. Und du fuckst mich einfach ab. Es dauert mir einfach viel zu lange hier. Dieses Kack-Wow, ja, ich kann mich erinnern. Das ist jetzt, der Verkehr ist ein bisschen mehr, muss ich sagen, aber das sollten wir so hinkriegen, genau.
Da müssen wir jetzt auch nicht so lange warten wie beim letzten Mal. Mal gucken. Chuckedick Schuh. Alles okay? Kanonenkugel. Ja. Oh, wie knapp, Balu. Balu? Ja, Balu der Bär. Das war der, ne? Captain Balu, genau. Könnt ihr natürlich nur kennen, wenn ihr, ja, nicht 10 Jahre alt seid oder so. Ach, Moment, da wollte ich eigentlich hoch, aber na, das war wieder so dieses klassische. Die Plattform ist runtergefallen und in dem Moment hat Mario kurz seinen Boden verloren und dann konnte er meinem Befehl leider nicht mehr folgen. Ich meine, selbst wenn er kann, macht er es manchmal nicht, aber ja. Was ich sagen will ist, ja, okay, es war meine Schuld. Ja. Oh mein Gott. Da habe ich doch tatsächlich auch, ja, ich weiß gar nicht, ob das vor oder nach der Mario-Aufnahme war, auf YouTube so ein Video gesehen, von einer Person, die so, Tipps und Tricks, Beziehungstipps gibt. Ja, frag mich nicht. Ich bin mal irgendwie drauf gekommen. Also grundsätzlich auf diese Channel. Und naja, also, was soll ich sagen? Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag da sitze und mich beraten lasse. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Manchmal findet man so die Channel. Und naja, auf jeden Fall, was sie da gesagt hat, war, das Video hieß, fünf oder sechs Tipps, an dem Frauen erkennen, dass sie es mit einem wahren, erwachsenen Mann zu tun haben. Und einer davon, deswegen komme ich jetzt darauf, einer von diesen Tipps war, er kann sich seine eigenen Fehler eingestehen. Ja, ich hab's getan. So, ja, das reicht, oder? Das ist Beweis genug. Ja, also ich brauche mich niemandem beweisen, mal ganz ehrlich. Habe ich ja schon mal öfter gesagt, mental bin ich sowieso schon 500 Jahre alt, ne? Von daher. Aber ja, es gibt halt auch einfach Situationen, wo man nicht Schuld hat. Und dann ist es aber auch. Das Problem ist, du kannst den Leuten dann viel erzählen. Wenn die dir das nicht glauben, dann hast du ein Problem, ja? Wenn ich halt irgendwie sage, sorry, ich konnte nicht aufnehmen, weil der Strom ausgefallen ist oder so, ja? Und dann können die Leute ja trotzdem immer noch sagen, das wäre eine Ausrede oder so. Ja, du willst dir ja nur nicht zugeben, dass du mal einen schlechten Tag hattest. Nein, es gab halt wirklich einen Stromausfall, ja? Und bin ich dann nicht erwachsen? Weil wenn die Leute der Meinung sind, ich lüge, dann würden sie ja dann ja sagen, dass ich nicht erwachsen bin, weil ich mir meine Fehler nicht eingestehe. Aber wenn es halt keinen Fehler gab, ist aber auch vielleicht gerade ein komisches Beispiel, was ich gebe. Ah, ihr wisst, was ich meine. Ja, das. Oder hier beispielsweise, ey, ich konnte nicht Mario aufnehmen im Februar, weil ich einen Strike hatte und so weiter. Und dann würde der eine oder andere sagen, ja, naja, wenn du dich benommen hättest, hättest du den Strike nicht bekommen. Oder würde ich sagen, ich habe mich benommen, du dummer Mutterficker. Das Problem ist halt nur, in unserer Welt darfst du halt so gut wie gar nichts mehr kritisch äußern. Und dann ist das halt auch nicht meine Schuld. Ich habe auf meine Art normale Kritik geäußert, die in meiner, also in einer normalen Welt, angenommen geworden wären. Aber da wir leider in Clownwelt, Bundland, in der weltweiten Irrenanstalt verkehren, habe ich leider dafür einen Strike kassiert. Wobei, Thema hatten wir ja, der Strike war ja nicht direkt wegen dem Video, sondern wegen dem Kommentarschreiber. So dumm. Ich kann es euch mal ganz kurz sagen, falls ihr den Hack nicht gesehen habt. Also, da war jemand, ich hatte, es ging darum, dass das fucking Gronkh, fertig gemacht wird, weil er Legacies spielen wollte. Ne, das war ja dieses Anti-Regenbogen-Game, angeblich, weil hier die J.K. Rowling, der das Harry Potter-Universum ja gehört, sei ja angeblich homophob gewesen, wo sich dann auch herausgestellt hatte, das war sie nicht. Aber die Leute dachten das halt oder denken das immer noch. Und jedenfalls Gronkh meinte aber, ja, ist mir scheißegal. Also er hat ja noch nicht mal gesagt, er ist auf ihrer Seite. Er hat einfach gesagt, ist mir scheißegal, das ist ein Spiel, ich würde es jetzt spielen. Wurde fertig gemacht, ich habe daraufhin Gronkh verteidigt und dann war da so ein Typ. Das Problem ist, ich habe halt, ich bereue es jetzt eigentlich schon wieder, dass ich es doch erzähle, weil es ist eigentlich so lang. Also das Video ging 20 Minuten und in den ersten 10 Minuten habe ich, bevor ich Gronkh verteidigt habe, habe ich ihn auch erstmal kritisiert, weil ich erstmal klarstellen wollte, wie ich im Allgemeinen zu Gronkh stehe. Und das Problem war, dass es, da gab es dann eine muttergefickte holocaustrianische Auschwitz-Schablone, die Gronkh-Fan war. Die hat sich dann aber nur die ersten 10 Minuten angehört, gefühlt und hat gemeint, ja, du solltest die Finger von Themen lassen, die mit großen YouTubern zu tun haben, weil so nach dem Motto, ich habe nicht so viele Abos.
Also bin ich weniger wert. Ich darf diese Gottheit nicht angreifen. Und Gronkh hätte halt nichts falsch gemacht. Und dann habe ich ihm halt gesagt, ja, ich habe ihn doch auch verteidigt, du dummer Mutterficker. Hättest du halt das Video mal komplett schauen müssen und so weiter. Und das hat er aber nicht gerafft und hat mich dann gemeldet, weil ich ihn beleidigt habe im Kommentarbereich. Aber das hat er irgendwie mit dem Video verknüpft, weil letztendlich hat das Video ja einen Strike gekriegt und nicht ich. Also ich habe nicht, das war geil, für meine Beleidigung Ärger gekriegt, sondern für das Video irgendwie, ja. Also, ja. Warum erzähle ich das jetzt? Wie was war der Ausgangspunkt? Ja, der Ausgangspunkt ist einfach, wenn du in dieser Welt bis 3 zählen kannst, dann hast du ein Problem, weil die anderen das nicht können. Und dann werde ich gestrikt, verurteilt, als narzisstisch, rassistisch und was auch immer betitelt, weil ihr nicht bis 3 zählen könnt. Ist das jetzt also meine Schuld? Nein! Aber wenn ich das so sagen würde, dass es nicht meine Schuld ist, dann könnte man im Umkehrschluss sagen, wow, du bist kein erwachsener Mann, du stehst dir deine Fehler nicht ein. Ja, Moment, ich habe ja auch nichts zum Eingestehen hier. Ich habe viel für euch. In meinem Keller. Ganz, ganz viele Waffen. Aus jeglichen Ländern, in jeglichen Kalibern. Hand, Feuer, Schuss, Faust, Stacheldraht. Nur für den Fall, dass ich ins Bein schieße und so weiter, kann ich euch auch mitnehmen. Hab hier auch eine Folterzentrale zu Hause. Nein, das ist natürlich nur Spaß. Sage ich jetzt mal so, ne? Damit, das ist jetzt schlimm. Verkaufst du den Leuten deine Fantasie und riskierst damit ein BKA? Nein, es ist alles okay. Also, ganz ehrlich, ich wünschte, ich hätt's. Einen ganzen Keller voller Waffen. Und dann wiederum, ich brauche keine Waffen. Ich habe meine Fäuste. LOL. LEL, Alter. LEL. Ja, naja. Man nimmt sich's tatsächlich immer wieder vor. Ne? Ich habe mir Anfang dieses Jahres auch so ein paar schöne YouTube-Trainingsprogramm-Videos rausgeholt. Also Sachen, die man machen kann, wo man jetzt nicht unbedingt einen Fitnessstudio-Ausweis braucht oder so. Und ich meine, die Typen, die Sachen wurden von einem Typen präsentiert, der ordentlich was auf dem Kasten hatte. Also da denkt man sich schon so, naja, also wenn ich durch diese Übungen so aussehen kann wie er, dann bitteschön, ja. Also so richtig schön, was man so zu Hause machen kann. Ich kann euch das ja mal unten spontan so ein paar Sachen in die Videobeschreibung verlinken und dann wisst ihr so, was ich vorhabe, was ich dann hoffentlich irgendwann mal... Ich persönlich sag mir halt, das, was viele auch nicht, glaube ich, nicht wissen, dass körperliches Training auch Mentalität erfordert. Körperliches Training gebraucht nicht nur Ausdauer, beziehungsweise ja schon, aber das Problem ist, die Ausdauer, wo kommt die Ausdauer her? Dieses, ah, oh, jetzt bis ans Limit und noch drüber hinaus. Das kommt durch deine Mentalität. Und ja, da ich mental instabile Tage habe, wissen wir alle und deswegen denke ich mir so die ganze Zeit, ja, schau erstmal, dass du deinen YouTube-Kram irgendwie auf die Ketten kriegst. Und ja, deswegen. Naja, so, hui, ich weiß wie gesagt nicht, wie wir auf all dies gekommen sind, aber von mir aus kann man ja mal tatsächlich machen und dann gehen wir mal wieder zurück ins Level-Lu, oder habe ich noch irgendwas dazu zu sagen? Naja, ich hab ja gesagt am Anfang des Let's Plays, dass die geistig Behinderten bitte draußen bleiben sollen, ja? Ihr könnt mich jederzeit kritisieren und dies und das machen. Also, was meine ich mit diesem und das? Ja, bitte kritisieren. Kommt nicht nach Hause zu mir. Kommt einfach nicht nach Hause. Und das sage ich dann in dem Fall, so wie ich ja heute auch Angst davor hatte, die Zeitung zu verteilen, sage ich das in dem Sinne, dass ich nicht Angst davor habe, dass mir etwas passiert, sondern dass euch etwas passiert, wenn ihr mit mir in Kontakt kommt, weil ich Angst habe. Aber das sage ich, habe ich auch schon seit Jahren gesagt, bisher ist nichts passiert, aber... Ich habe Angst, einfach dann eines Tages mal die Kontrolle zu verlieren. Und das wäre ja irgendwie doof, wenn das einer von euch wäre, oder? Also, für euch wäre das doof, für mich natürlich nicht. Mir wäre das ehrlich gesagt scheißegal. Aber, ne? Von daher... Ihr könnt mich gerne kritisieren, aber am wichtigsten ist halt immer, dass ihr... Sind wir jetzt eigentlich weiter? Nee, ne? Dass ihr auf jeden Fall das Video dann auch komplett schaut, ne? Wenn ihr irgendwie euch nur so die ersten 2 Minuten anschaut und dann irgendwie meint, eine große Fresse haben zu müssen, dann sorry, dann werdet ihr halt dementsprechend behandelt. Das ist so der Kernpunkt, weil ich das auch immer wieder in meinen Statistiken sehe. Selbst bei normalen Folgen, wo jetzt nicht großartig off-topic geredet wird,
Das siehst du dann einfach, okay, die ersten ein, zwei Minuten wurden übersprungen, weil ich da halt meine Eröffnungs-Blablabla abgegeben habe. Oder die letzten ein, zwei Minuten, weil ich vielleicht mal ein, zwei Minuten zum Abmoderieren gebraucht habe. Da ist dann vielleicht lustiges Zeugs entstanden, ja. Aber wie gesagt, die Leute sind behindert, haben ADHS und so weiter. So, wir sind jetzt hier tatsächlich mal weiter. Ja, man weiß nicht, was kommt, ne? Man weiß es einfach, oder? Ich bin mir nicht sicher. Also ein Panzer wäre nicht schlecht. Komm runter, Alter! Nee? N Der Wichser, ey. Ja, geil. Ja, geil. Ja. Respawn, hier, komm, fickt euch, Alter. Jawohl, alle mitgenommen, die Bastarde. So. Fledermäusi. Oh nein, 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 nein. Tja, runterfallen lassen. Cooper. Warten. Dann biegst du ab. Keiner weiß es so genau. Ist das derselbe? Ist das der fucking selbe? Ja. Dieses Mal habe ich die Fledermaus gesehen. Hier, fick dich. Okay. Oh, wenn da jetzt. Hätte damit gerechnet, dass da jetzt jemand kommt. Ja, geh mal weg hier. Ich will. Oh, ich hab Angst. Es ist ein normaler Sprung, aber langsam breitet sich die Panik aus. So. Ja, oh, Mittelpunkt, Mittelpunkt. Oh, gut, dass ich nach links gegangen bin. Stellt euch vor, ich wäre nach rechts gegangen. Oh mein Gott. Ja, komm. Ja. Ne, das ist so. Okay, ja. Warum dauert das alles so lange? So. Gute Feuerblume, Alter. Geil, Leute. Wir haben mal so ein bisschen wieder off-topic geredet und wir sind weitergekommen. Hammer. Das alles super ultra hardcore. Pünktlich noch im Folgenpensum. Im Längenpensum, was auch immer. Schauen wir mal, ob wir das hier vielleicht noch in den letzten Minuten schaffen. Wie waren seine Mittelpunktphilosophie? Es waren eher so 70% oder so, ne? Meine ich zumindest. Hoffe ich zumindest. So, ja. Decke ist sehr niedrig, das heißt, die Fledermäusis können gesehen werden. Ja, das ist irgendwie. War ja klar, dass das passiert. So, ich bin ein bisschen fickrig. Ich sehe den da oben. Ich sehe den da. Ja. Schade. Ah, ja, kommt wieder. Nee, Moment, wenn der wiederkommt, kann es kein Power-Up sein. Meine ich zumindest. Ah, Junge. Ich versuch's mal. Ja, und du kommst dann wieder, oder? Nee. Habt ihr gesehen? Die Pflanze hat geschossen, aber dieses Feuer ist nicht runtergekommen. Feuer, was auch immer das darstellen soll. Feuerblume halt nur. Oh. Eine kleine Wassersektion. Ja, Höhle und so weiter. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich müsste ja eigentlich gesichert sein wegen dem Vieh, aber. Ja, dann ist das pass. Halte ich für unrealistisch tatsächlich, weil wenn man die Dinger ins Wasser wirft, dann passiert da eigentlich nichts. Die fallen ja eigentlich irgendwie. Was ist das jetzt hier? Was ist das jetzt? Achso, das wieder. Ja. Konnte nicht anders programmiert werden, ne? Das ist sehr komisch tatsächlich. Na gut. Dann ist das halt so. Ja, es ist jetzt auch tatsächlich an der Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich habe das jetzt alles thematisch behandelt. Genau. Ja, nee, fühl mich eigentlich ganz sicher. Fühl mich ganz sicher. Also, falls ihr da nochmal diese Gronkh-Thematik da im Detail hören wollt und so weiter, ne, schaut dann einfach dementsprechend die Videos, die ich jetzt hier einblende. Ja, geil. Schnittravon wird sich freuen. Schnittravon dann, wenn es soweit ist, denkt sich immer so: Du dämlicher Bastard, jetzt hast du mir schon wieder mehr Arbeit gegeben. Von daher, aber ja. Das war's für heute mit Let's Play X-Drive. Also beim nächsten Mal dann weiterhin mit voller Motivation, mit vollem Elan nach dem Checkpoint weiter. Und dann schauen wir mal, ob wir das Level vielleicht schon potenziell in der nächsten Folge schaffen. Ich sehe gerade spontan oben ein Schlüsselloch. Sollte dann vielleicht auch potenziell in der zweiten Hälfte sein. Bedeutet aber dann, dass ich ja, da müsste ich ja nochmal und bla und. Das wird der Schalterpalast sein, oder? Naja, wir können ja notfalls den zweiten Durchlauf dann mit Saves jetzt machen, von daher, ne? Hätte sicherlich keiner was dagegen. In diesem Sinne, mal gucken, was wir zuerst finden werden. See ya.